Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Forum Wissenschaft und Fachinformation zu einer Podiumsdiskussion, deren Titel schriftlich super funktioniert. Aber eben als ich versucht habe, ihn vorzulesen, habe ich gedacht, Mist, da habt ihr euch nicht überlegt, was passiert, wenn man das vorlesen will. E-Book, also E-Book ist okay, E-Landing und jetzt? E-Einfach, E-Infach, Einfach. Also ein dreifaches E und ein Fragezeichen habe ich zumindest anfangs noch hinter dem Titel gesehen. Der hat hier nicht mehr auf die Leinwand gepasst. Ein Thema, das sich sehr gut dazu eignet, vor Publikum streitig diskutiert zu werden. Weil, wie das in Deutschland so virtuos gehandhabt wird, lauter Besorgnisgruppen und Unglückscluster entstehen rund um dieses Thema. Also ganz kurz nur skizziert, wir können in Deutschland E-Books in Bibliotheken ausleihen. Bibliotheken kommen damit ihrem Versorgungsauftrag nach und halten halt in den Kommunen, die öffentlichen Bibliotheken, solche E-Books vor. Verlage sind besorgt, weil es ja sein kann, dass solche E-Books, die man sich, ohne dass man dafür etwas bezahlt, ausleihen kann, die Verkäufe, insbesondere von Frontlist-Titeln, kannibalisieren und Verlage haben dadurch Nachteile. Autoren sind besorgt, weil Autoren völlig zu Recht daran gewöhnt sind, dass sie honoriert werden nach Verkäufen. Und wenn man so ein E-Book ausleiht und es wird nicht nachgehalten, wie wird es eigentlich genutzt, bleibt so ein Autor erstmal, solange keine anderen Regeln getroffen werden, geht er leer aus. Und Bibliotheken, die diese E-Books zur Verfügung stellen wollen und sollen und müssen, sind besorgt, dass sie diesem Auftrag, den sie haben, nicht nachkommen können, wenn man dann Regeln trifft, die es den Bibliotheken erschweren, solche E-Book-Angebote zu machen. Mit anderen Worten, es gibt also viel Grund, sich zu überlegen, was sind die gerechtesten Möglichkeiten, dass allen Interessen nachgekommen wird und dass Leser in Bibliotheken E-Books leihen können. Um diesen gerechten und einzigen Weg zu finden, sind hier bei uns heute auf dem Podium. Und ich heiße Sie herzlich willkommen. Gerlinde Schermer-Rauwolf. Frau Schermer-Rauwolf, Sie sind Übersetzerin vom Beruf und seit vielen Jahren engagiert, auch die Interessen der Übersetzer, insbesondere aber auch der Autoren, zu vertreten in Verbandsarbeit. Sie sind im Vorstand des VDÜ, des Verbands, oder waren es über mehr als 10 Jahre, ja, Vorsitzende auch, Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke, glaube ich, im Schriftstellerverband. Einige Jahre, Sie sagten es auch, dessen Vorsitzende. Sie sind im Bundesvorstand des Verbands deutscher Schriftsteller, nach wie vor. Sie sind im Verwaltungsrat der VG Wort, auch nach wie vor. Übersetzerin, sagte ich schon, Ihre Arbeitsschwerpunkte, Urheberrecht, insbesondere Urhebervertragsrecht. Direkt zu meiner Linken, Matthias Ulmer. Matthias Ulmer ist Verleger des Eugen Ulmer Verlags in Stuttgart und hat eigentlich mit vollkommen friedlichen Themen zu tun, mit Garten, mit Tieren, mit Landwirtschaft und solchen Sachen, Hausschlachtungen, also alles, all diese unblutigen Sachen. Wenn er diesem ehrbaren Beruf nicht nachgeht, engagiert er sich auch im Börsenverein, ist dort Vorsitzender des Verlegerausschusses und in dieser Funktion natürlich auch zuständig dafür, dass die Interessen der Verleger in dieser neuen, schnell sich wandelnden Welt auch des elektronischen Publizierens nicht untergehen und verloren gehen und vergessen werden. Frank Simon Ritz ist Bibliothekar an der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar seit Ende des vergangenen Jahrhunderts, stimmt das? Ende des vergangenen Jahrhunderts? Des Jahrtausends, also schon ziemlich lange, 15 Jahre. Und er ist noch nicht ganz so lange, sondern glaube ich erst seit 1,5 Jahren auch Vorsitzender des Bibliotheksverbandes, Deutschen Bibliotheksverbands. Und er ist im Sprecherrat des Deutschen Kulturrats und nach dieser Vorstellung ahnen Sie schon, er wird eben insbesondere die Interessen der Bibliotheken hier zur Sprache bringen. Diese drei haben das schon mal gemacht, die Tage hier auf der Messe. Und insofern ist das für Sie eine Wiederholungssendung. Und damit es nicht komplett langweilig wird und es Ihnen nicht so schwer fällt, das alles nochmal zu reproduzieren, hat sich der Veranstalter überlegt, wir holen ein neues Element in die Debatte. Und dieses neue Element ist Volker Oppmann. Herr Oppmann ist zunächst mal Verleger.
von Onkel und Onkel. Dann hat er 2008, glaube ich, Texttunes mitgegründet. Ein Berliner Start-up war das damals, das sich auf die Publikationen von Verlagsinhalten auf mobilen Endgeräten spezialisiert hat. Das war ein so tolles Start-up, dass Thalia es gekauft hat. Das haben sie anfangs noch mitgemacht und irgendwann sind sie da ausgestiegen und verfolgen seitdem ein Projekt mit unendlicher Fallhöhe, das heißt Logos. Und ist im Grunde ist zunächst mal eine gemeinnützige E-Book-Plattform, aber charakterlich ist es die Neuerfindung des Lesens im digitalen Zeitalter. Und insofern auch Ihnen ein herzliches Willkommen hier in dieser Runde. Mein Name ist Thorsten Kasimir, ich bin Journalist, arbeite fürs Börsenblatt und habe diese Mediation hier gern übernommen. Dies war ein vorbereiteter Versprecher. Vielleicht sollten wir, weil das so, wie beschrieben, so schwierig ist, überhaupt erstmal die Situationsbeschreibung versuchen, einheitlich und konsensuell hinzubekommen. Was ist denn im Augenblick der Fall? Also wir haben die Angebote vieler Bibliotheken, E-Books auszuleihen als Nutzer der Bibliothek. Wenn ich das richtig weiß, gibt es sowohl das Modell, dass man jeweils nur ein Mensch ein E-Book leihen kann, als auch die Modelle, dass man das zeitgleich mit mehreren machen kann und unterschiedlich, je nachdem wie man es ist, hat man verschiedene Einkaufsmodalitäten. Und es gibt die Vermutung, vielleicht ja auch die Gewissheit, dass dadurch, seit sich das rumspricht, hey, man kann günstig in Bibliotheken E-Books lesen, die Nutzerzahlen extrem steigen. Stimmt das? Vor allem der Schluss stimmt so nach meiner Kenntnis der Zahlen nicht. Also wir haben aus Sicht der Bibliotheken, glaube ich, vor allem die Situation, dass es einen gravierenden Unterschied gibt zwischen der Versorgung der Bevölkerung mit gedruckten Informationen und der Versorgung der Bevölkerung mit elektronischen Informationen, insbesondere E-Books. Und das ist ein Thema, an dem sich logischerweise der Verband auch ziemlich abarbeitet. Wir haben in Deutschland die, wie ich finde, sehr glückliche Situation seit Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Das ist durchaus gesetzlich geregelt, nämlich im Urheberrecht die Situation gibt, dass öffentliche Bibliotheken jedes in Deutschland erscheinende Buch zu den marktgängigen Preisen erwerben können, es zur Ausleihe ihren Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung stellen. Das ist, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren sehr einvernehmlich zwischen Verlagen und Bibliotheken so passiert. Ich glaube, es gibt eine große Zahl von Studien, die zeigen, dass dieses Angebot der Bibliotheken den Buchmarkt nicht untergraben, sondern wenn überhaupt eher beflügelt hat, weil Menschen sozusagen zu Ersttätern geworden sind in der Bibliothek und dann selber Bücher gekauft haben und wie auch immer. Das ist alles gut und schön. Was nicht gut und schön ist, ist, dass das im elektronischen Bereich bei den E-Books nicht so ist. Auf der einen Seite haben aus meiner Sicht, aber ich hoffe, dass das konsensfähig ist, Bibliotheken natürlich auch in der elektronischen Welt den Auftrag, diese Informationen zur Verfügung zu stellen, ein Angebot herzustellen, das ein Angebot ist neben anderen. Es gibt Kaufangebote, es gibt kommerzielle Leihangebote, aber es gibt eben auch das Angebot der Bibliotheken. Und hier haben wir in Deutschland die schwierige Situation, dass dies sozusagen nicht wie bei den gedruckten Büchern ein Rechtstitel ist, dass ich sozusagen das der Bestseller, der jetzt erscheint, den lizenziere ich als Bibliothek, gebe dafür Geld aus, kaufe das und stelle es zur Verfügung, sondern es kann sein, dass ein Verlag oder eine Verlagsgruppe sagt, nein, aus welchen Gründen auch immer, fließt zu wenig Geld, weiß der Kuckuck was, nein, ich verweigere diese Lizenz. Und das ist aus Sicht der Bibliotheken sozusagen im Augenblick der Kern des Problems, dass es nicht möglich ist, ein wirklich breites Angebot zur Verfügung zu stellen. Ein bisschen zugespitzt, um sich deutlich zu machen, wie groß ist denn dieses Problem, kann man sagen, dass so im Schnitt der letzten Wochen, wenn man sich die Spiegel-Bestsellerliste anguckt und das, was davon als E-Book am Markt verfügbar ist, und das sind tendenziell 100%, von diesen 100% eben allenfalls die Hälfte in der öffentlichen Bibliothek zur Verfügung gestellt werden können, weil wir die andere Hälfte nicht kriegen. Diesen Zustand würde ich gerne verändern. Herr Ulmer, das heißt, dass viele Ihrer Kollegen eben Nein sagen und zunächst mal verweigern oder anfangs verweigern und vielleicht später Ja sagen. Wie halten Sie es selbst mit Ihrer Produktion und was sind die Gründe der Kollegen, die da so zögern?
Wir haben 2000 Verlage, die bei der DiviBib mitmachen. Wir haben 190.000 Titel nach den letzten Zahlen, die ich gelesen habe, die drin sind. Das heißt, es ist mit weitem Abstand das größte Angebot an digitaler Leihe, die es gibt. Die kommerziellen Angebote sind deutlich kleiner. Das zeigt schon mal, dass offensichtlich das nicht ist, weil die öffentlich sind, geben wir denen nichts, sondern die haben als Erste begonnen, deshalb sind sie weiter als die anderen. Das habe ich aber Herrn Simon Ritz jetzt, glaube ich, auch schon 8-mal gesagt, aber es stellt sich natürlich nicht so schön dar. Sie müssen so tun, als wäre das hier das erste Mal, dass Sie sich sehen. Sonst klappt die Veranstaltung nicht. Manchmal wird man müde, wenn man Sachen zu oft wiederholen muss und beim anderen ist trotzdem nichts ausgelöst. Sagen Sie es mir, wir haben noch nie drüber gesprochen. Also die zwei zentralen deutschen Verlagsgruppen, die nicht teilnehmen, Bondi und Holzbrink, und das ist auch die, die der Bibliotheksverband in der Liste immer nennt, die zwei Gruppen nehmen deshalb nicht teil, weil sie sich nicht berechtigt fühlen, einen Vertrag zu unterschreiben, in dem keine nutzungsabhängige Honorierung ihrer Autoren sichergestellt wird. Das Urhebervertragsrecht sichert den Autoren eine nutzungsabhängige Honorierung zu. Und deshalb unterschreiben die nicht. Die sind seit 2 Jahren in Verhandlung mit der DiviBib und die Verhandlungen werden nicht von denen verzögert, sondern von der DiviBib verzögert. Habe ich mir von denen jetzt noch mal sagen lassen. Sie verstehen das nicht, warum die diese Verhandlungen nicht weiter durchführen. Aber es geht darum, dass das Urhebervertragsrecht dem Autor das Recht gibt, eine nutzungsabhängige Honorierung einzuklagen. Und wenn der Verlag, ich zum Beispiel auch, weil wir beliefern die DiviBib auch, so dumm ist, den bisherigen Vertrag zu unterschreiben, dann kann der Autor sagen, das ist mir egal, was du unterschreibst, ich habe trotzdem Anrecht auf die nutzungsabhängige Honorierung. Das heißt, wir haben im Prinzip ein enormes Risiko, dass ein Bestseller, den wir der DiviBib geben, den öffentlichen Bibliotheken, damit sie auf der Bestsellerliste auch besser ausgestattet sind, dass wir 2-3 Jahre später eine Nachforderung kriegen und der Autor das angemessene Honorar für etwas verlangt, was wir zum E-Book-Preis der Bibliothek verkauft haben. Das heißt, da ist ein enormes juristisches Risiko dahinter. Und der Bibliotheksverband stellt es immer so dar, als würden wir aus kommerziellen Gründen ihm das nicht geben und deshalb muss er sich übers Gesetz holen. Der Gesetzgeber hat eine angemessene Vergütung für den Autor definiert. Beim Versuch, das durchzusetzen, scheitern wir im Moment und das kann auch nicht auf einem rechtlich anderen Weg reingeholt werden, sondern die DiviBib muss ihr Modell in dem Punkt umstellen. Und dann werden auch die kleinen Verlage, die das alle ein bisschen eher kopflos unterschrieben haben, weil sie keine so große Rechtsabteilung haben wie die beiden Konzerne, werden dann auch das System umstellen. Aber das ist die Situation, weshalb die Spitze der Bestsellerliste, die erste Hälfte nicht dabei ist, keine Verweigerungshaltung. Frau Schermer-Rauwolf, Ihnen müssten eigentlich Bonnier und Holzbrink sehr sympathische Konzerne sein, nicht? Weil die einfach ihr Interesse besonders akribisch da ins Gespräch bringen. Also das ist in diesem Fall tatsächlich so. Also der Punkt ist, meine Bücher werden von den anderen Verlagen über die Onleihe ausgeliehen bei öffentlichen Bibliotheken und ich bekomme nichts. Und das kann natürlich nicht sein. Also jetzt sage ich mal, dass ich es auch sicher ist, wenn es der Hauptgrund ist, dass Autoren und Übersetzer auch ihre nutzungsabhängige Vergütung bekommen, ist das ja auch wunderbar. Ich meine, die Verlage wollen es auch. Jetzt funktioniert es nicht mit der DiviBib und das offensichtlich über Jahre hinweg. Dann frage ich mich, muss es die sein? Warum muss ich ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das jetzt, sage ich mal, an anderen Interessen, an anderen Dingen wahrscheinlich mehr Interesse hat als an dem öffentlichen Versorgungsauftrag, was ich einem Unternehmen ja auch gar nicht vorwerfen will, warum sollen das die sein, die das entscheiden? Wir haben ein wunderbares System bei diesen Printbüchern mit der VG Wort. Ja. Wir haben jetzt auch schon, deshalb müssen wir nicht so tun, als sehen wir uns das erste Mal. Wir haben am Mittwoch, glaube ich, auch eine Annäherung an den Punkten erreicht, dass man schauen könnte, dass eben über die VG Wort lizenziert wird, dass man nicht unbedingt eine gesetzliche Regelung braucht, wenn die VG Wort die Möglichkeit hat, diese Titel zu lizenzieren und den Bibliotheken zur Verfügung zu stellen. Ich lege sehr großen Wert darauf, dass pro Ausleihvorgang vergütet wird. Da hat die VG Wort jahrzehntelange Erfahrung, da sind wir alle drinne, also sowohl Urheber wie auch Verleger. Da müssen wir uns auch mal zusammenraufen, weil es ein Konsensprinzip gibt, das heißt, es wäre keine
keine große Gefahr, dass jetzt einer sich über den Tisch gezogen fühlt. Und deshalb denke ich mal, also man müsste vielleicht mal von dieser Konzentration auf die DiviBib wegkommen, weil wir haben jetzt 7 verschiedene Modelle, kenne ich alleine, die sie den Verlagen anbieten. Trotzdem ist nirgends die nutzungsabhängige Vergütung irgendwie drin. Mir gegenüber haben sie gesagt, das ginge nicht von den Bibliotheken her. Die Bibliotheken haben mir einleuchtend geschildert, dass sie ja sowieso jeden Download-Vorgang erfassen und es also von daher überhaupt kein Problem ist. Also da hakt es an einem Punkt, wo ich mal sage, vielleicht ist da eine Neuausrichtung nötig. Und ansonsten finde ich es völlig richtig zu sagen, die Bibliotheken sollen das alles anbieten können, was wir schreiben und übersetzen, weil daran haben wir natürlich ein Interesse. Es muss zum Verkauf bereitstehen. Es darf gerne auch für eine kostenpflichtige Ausleihvariante zur Verfügung stehen, wobei bei diesen Abo-Modellen auch diese nutzungsabhängige Ausleihe nicht so wirklich gut geregelt ist. Und es soll aber auch in den öffentlichen Bibliotheken da sein. Das ist doch der Zugang. Wir wollen doch neue Leser gewinnen. Wir wollen doch Leute begeistern für neue Bücher und ihnen auch, sag ich mal, neue Welten eröffnen. Und da ist die Bibliothek die niedrigste Hürde. Also, ja, ich halte mal einen Konsenspunkt fest. Bibliotheken sollen das alles anbieten können. Da gibt es keinen Widerspruch. Bevor wir hier jetzt eine Abkürzung nehmen und diese Lizenzierung à la VG Wort gewissermaßen als Annäherung und Kompromisslinie hier schon verkünden und viel zu früh fertig würden, möchte ich erstmal Volker Oppmann ins Gespräch bringen und fragen, ob das überhaupt das richtige Verfahren ist, dass man dieses Problem, das sich in der digitalen Welt neu stellt, gewissermaßen mit analogen Vorgängermodellen versucht zu lösen. Oder würden Sie einen ganz anderen Ansatz vorschlagen? Darf ich zuvor noch ganz naiv auch eine Frage stellen? Das geht auch. Das machen Politiker immer. Bevor ich Ihre Frage beantworte, lassen Sie mich noch Folgendes sagen. Machen Sie nur. Ich stelle auch keine CD oder kein Buch vor. Also, also die Frage wäre, nachdem ich ja durchaus auch Kleinstverleger bin, ohne mir eine eigene Rechtsabteilung leisten zu können. Zum Glück gibt es den Börsenverein, den man fragen kann. Aber mich würde in der Tat noch mal kurz der Punkt interessieren, bevor ich auf die Antwort komme, mit der nutzungsabhängigen Vergütung. Wie ist das eigentlich in der physischen Welt mit gedruckten Büchern? Gibt es da auch quasi pro Ausleihvorgang diese Vergütung? Ja, das gibt es. Das nennt sich Bibliothekstantieme. Das wird zwischen der VG Wort und der Kultusministerkonferenz immer auch verhandelt. Also die Höhe, die stellen da Tarife auf. Und ich bekomme jedes Jahr einen Scheck im Sommer, wo Verschiedenes über die VG Wort abgerechnet wird. Und ein Posten ist Bibliothekstantieme. Wie viel Geld gibt es da? Also nicht jeden Sommer auf dem Scheck, sondern pro Ausleihe? 3 Cent. Bitte? 3 Cent pro Ausleihe. Aber also ich glaube, wir sollten das jetzt nicht vertiefen, weil das ist relativ heikel. Aber so einfach ist es an der Stelle tatsächlich nicht, weil dieses Verfahren, das zur Ausschüttung der Bibliothekstantieme führt, ist, so wie ich es verstehe, eine Art Mischung. Es gibt immer ein paar Musterbibliotheken, wo in einem Musterzeitraum Daten erhoben werden und dann findet eine Art Hochrechnung statt, weil das in der analogen Welt auch mit Sicherheit überhaupt nicht funktionieren könnte, das zu machen, weil man einen riesigen Aufwand bräuchte, um sozusagen tatsächlich auszurechnen, wie häufig ist Schermer-Rauwolf, wie häufig ist Mankell oder wie auch immer. Das mag sich im Digitalen ein bisschen anders darstellen, aber das ist schwierig. Nee, gut, dann habe ich das verstanden, aber auf jeden Fall. Gute Zusatzfrage, danke. Und jetzt Antwort zur Antwort auf die Frage. Also jetzt mal unabhängig genau von dieser Diskussion, ich glaube, ein Thema, das wir in der Branche, egal in welchen Bereichen, immer haben, ist, dass wir sehr stark mit unseren eigenen Problemen zu tun haben. Und insofern natürlich auch so eine Problematik wie die Online oder die elektronische Ausleihe sehr aus unserer eigenen Bedürfnisbrille als Verlage, als Bibliotheken oder als Buchhändler sehen. Und wo ich gerade eher so ein bisschen Sorge habe, ist, wenn man sich anguckt, Kindle fängt mit seinem Unlimited-Programm an. Es gibt auch deutsche Startups, sowas wie ReadFi, die mit einer Flatrate kommen, sodass ich mir da an der Ecke eher die Frage stelle, ob wir da nicht eher von links überholt werden. Nämlich, es gibt ja eben diesen
öffentlichen Auftrag eben der Bibliothek mit der Versorgung. Und für mich stellt sich dann eher die Frage, ob diesen öffentlichen Versorgungsauftrag nicht irgendwann in naher Zukunft einfach de facto durch das, was genutzt wird an Systemen, eher kommerzielle Großanbieter wie Amazon und Konsorten tatsächlich ausfüllen. Und insofern, glaube ich, müssen wir eher aufpassen, dass wir eben nicht zu lange diskutieren, sondern eher geschwind Modelle entwickeln, nicht, dass dann eben Anbieter wie Amazon einfach Fakten schaffen, die dann nicht mehr wegzudiskutieren sind. Ich möchte trotzdem nochmal für einen Moment, bevor wir das Modell hier jetzt basteln, die Motivlage weiter erkunden. Herr Ulmer, bei den Verlagen nochmal. Ich habe verstanden, dass Sie Ihre Kunden, die Autoren, rechtlich anständig behandeln wollen und müssen, beides. Also sowohl altruistisch als auch egoistisch, wollen halt keinen Ärger haben. Habe ich kapiert. Gibt es weitere Motive auf Verlagsseite? Ist es auch ein Motiv, dass man sagt, also ein Titel, der gerade ins Gespräch kommt, den wir eben auch auf privatwirtschaftlichem Wege unter die Leute bringen, wird im Verkauf Schaden nehmen, wenn er von Anfang an in der Bibliothek verfügbar ist? Oder sind das Überlegungen, wo die Verlage eher sagen, da überwiegen die Chancen, also beispielsweise auch das, was Herr Simon Ritz angedeutet hat, ja, dass sozusagen die Ersttäter so eine Art viralen Prozess in Gang bringen und den Verkauf eher ankurbeln als kannibalisieren. Wie ist da in der Verlagsszene die Einschätzung? Also wir hatten im Printbereich oder haben im Printbereich ja zwischen den Umsätzen, die die gesamte Branche macht, und dem Volumen, das die Bibliotheken bedienen, also es ist ja Lesebedürfnisse, die teilweise kommerziell und teilweise öffentlich bedient werden. Und da hat sich ein Verhältnis eingependelt, das, wo man sagen kann, die Werbewirkung, die Leseförderung, die soziale Wirkung der Bibliothek im Printbereich ist von den Verlagen immer anerkannt als ein wichtiger Auftrag, den wir auch unterstützen. Es gibt zahllose Zusammenarbeiten zwischen Buchhandlungen, Bibliotheken, Verlagenbibliotheken, weil man das immer wichtig gefunden hat. Nur hier im digitalen Bereich stellt sich natürlich die Frage neu, wo dieses Verhältnis ist. Und da steht man vor der Frage zwischen einem verkauften E-Book oder einer kommerziellen Leihe und einem kostenlosen E-Book-Lesen. Und im physischen Raum ist der Unterschied viel größer, ob ich ein Buch zu Hause lese, das ich gekauft habe, oder ob ich ein Buch aus der Bibliothek hole, das ich nachher wieder dorthin zurückbringen muss, das mir nicht gehört. Es gibt da offensichtlich natürliche Grenze, die sich auch nicht so wahnsinnig verändert hat in den letzten 20, 30 Jahren. Mhm. Während im digitalen Bereich diese Grenze nicht zu erkennen ist, sondern im digitalen Bereich ist unsere Befürchtung und der extreme Erfolg der Onleihe, der in seinem Wachstum erheblich über dem Wachstum der kommerziellen parallelen Modelle liegt, der zeigt, dass das kostenlose Lesen über die Webseite der Stadtbücherei bei E-Books so ein starkes und positives Argument ist, dass wir die Befürchtung haben, dass das komplette Lesevolumen im Bereich der E-Books, zumindest der geliehenen E-Books, über diesen Kanal läuft. Und da ist für mich die Frage, prinzipiell hätte ich nichts dagegen, wenn das Vergütungsmodell über die VG Wort so wäre, dass es in irgendeiner Form adäquat für die Verlage noch ein Geschäft oder eine Existenz und für die Autoren überhaupt übrig lassen würde. Nur, wir haben, und das war die Zahl, die gerade genannt wurde, 3 Cent pro Ausleihe, die der Staat vergütet. Und wir wissen, wir kennen die gesamte Argumentation, E-Books müssen billiger sein, bla bla bla, es ist ja digital und ihr habt kein Papier und so ein Unsinn. Das heißt, die KMK, also die Kultusministerkonferenz, wird versuchen, uns auf 1 Cent zu bringen beim E-Book. Und wenn wir den gesamten Kaufmarkt von E-Books rüber switchen auf die öffentlichen Bibliotheken und pro Kauf einen 1-Cent-Betrag bekommen, dann wissen wir, dass es für die Autoren und die Verlage tödlich ist. Mhm. Und da kommt meine Frage an die öffentlichen Bibliotheken, die das ja gar nicht steuern können. Die sind ja jetzt vom Erfolg schon überrannt. Pressemeldung Deutscher Bibliotheksverband, die Bibliothek Düsseldorf ist von dem explosiven Wachstum der Nachfrage nach den digitalen Büchern so überrannt, dass sie inzwischen 60.000 Vormerkungen auf E-Books hat, was der Kunde nicht versteht, weil eine Vormerkung auf ein E-Book technisch gesehen Schwachsinn ist. Das heißt, da findet eine künstliche Verknappung statt. Und sie wollen viel mehr. Nur, wir wissen, die Etats der Bibliotheken, 100 Millionen sind es insgesamt für Medien, wir haben es gerade nochmal besprochen, die werden nicht wachsen.
Und wenn der E-Book-Markt in Deutschland, den wir langfristig mit etwa 1,5 Milliarden benennen können, von der Kultusministerkonferenz und den Bibliotheken mit einem Budget von 10 Millionen abgespeist werden soll jährlich, dann bricht hier etwas ganz grundlegend zusammen. Das heißt, entweder die öffentliche Hand erklärt, dass sie 1,5 Milliarden im Jahr für diesen Bereich zur Verfügung stellt, um die Bevölkerung günstig mit E-Books zu versorgen, oder sie erklären, wo sie die Grenze ziehen wollen. Aber bei all meinen Gesprächen mit dem Bibliotheksverband hat der Bibliotheksverband immer gesagt, wir können keine Grenze ziehen, weil jeder hat Anspruch darauf und das ist der öffentliche Auftrag. Das heißt, wir sind hier automatisch im Dilemma drin, wo der Bibliotheksverband gezwungen ist, den Gesetzgeber darum zu bitten, die Regelung zu finden, die es ihm ermöglicht, selbst ohne Finanzausstattung seinem öffentlichen Auftrag nachzukommen. Und wir wissen, bei der Enteignung, die die Verlage in den letzten Jahren schon erlebt haben, im Wissenschaftsbereich und den anderen, wir wissen, dass der Gesetzgeber dem irgendwann nachkommt. Also wir reden mal wieder, wen würde es überraschen, über öffentliche Haushalte, über Budgets. Und Herr Simon Ritz, es ist vermutlich so, dass Ihre Zurückhaltung bei dem Thema nutzungsbezogene Vergütungen vor allem daher kommt, dass Ihnen ganz blümerant wird, wenn Sie das mal hochrechnen. Also wenn Sie die große Nachfrage auf der einen Seite in ein Verhältnis setzen zu Vergütungsbeträgen, die deutlich über der jetzigen Bibliothekstantieme liegen. Haben Sie eine Idee, wie Sie Ihre Geldgeber davon überzeugen können, dass das trotzdem ein fairer Weg wäre? Also es ist ja völlig klar, dass, wenn das eine spannende Diskussion wird, diskutieren wir vor allem über Geld. Das ist der wesentliche Aspekt daran. Das tun wir jetzt, von daher glaube ich, es ist eine ganz spannende Diskussion. Ich würde aber zu dem, was bisher gesagt wurde, ein paar Dinge jetzt quasi noch ergänzen und nachtragen wollen, weil ich finde, da entsteht ein schiefes Bild. Sie haben bei Ihrer Eingangsmoderation, Herr Ulmer hat das auch aufgegriffen, dieses Thema kostenlose Angebote. Jetzt bin ich sehr froh, dass Herr Ulmer selber gesagt hat, dass die öffentlichen Bibliotheken in Deutschland im letzten Jahr so etwa 100 Millionen Euro für Medienerwerb ausgegeben haben. Die wissenschaftlichen Bibliotheken haben fast 350 Millionen Euro für Medienerwerb ausgegeben. Das heißt, die Bibliotheken in Deutschland stehen für immerhin eine Summe von 450 Millionen Euro, die für Medienerwerb aufgewandt werden aus Steuermitteln. Das finde ich jetzt nicht ganz unerheblich. Ich finde es aber problematisch, wenn man da immer von kostenlosen Angeboten spricht. Also die Bibliotheken werden ja mit ihrem Medienangebot nicht von den Verlagen irgendwie alimentiert und wie auch immer, sondern sie erwerben diese Dinge und stellen sie dann zu ihren Bedingungen zur Verfügung. Das ist das eine. Das andere ist, bei dem Thema E-Book, also vor allem, wenn man mit dem Prozedere nicht vertraut ist, man muss sich ja klar machen, auch das hat Herr Ulmer, der mittlerweile ein echter Experte ist, ja angesprochen, das meine ich tatsächlich ganz ernst und ganz ironiefrei. Sie kennen sicherlich alle aus Ihrer Bibliotheksgeschichte, egal ob öffentliche Bibliothek oder wissenschaftliche Bibliothek, dass es Bücher gibt, die in der Bibliothek so wichtig sind, dass sie auch im analogen Zeitalter 20 mal 50 mal 100 mal angeschafft werden, weil der Run darauf so groß ist. Das ist in der analogen Welt was ganz Selbstverständliches. Das bilden wir ja aber auch, und zwar in Absprache mit den Verlagen, in der digitalen Welt ab. Das heißt, die Bibliothek geht ja nicht davon aus, dass sie das Shades of Grey als E-Book sozusagen einmal erwirbt und dann versorgt sie die ganze Stadt damit, sondern sie muss halt gucken und da entsteht dann dieser Rückstau. Aber das ist ja tatsächlich genau wie in der analogen Welt miteinander gekoppelt. Das heißt, es hängt tatsächlich davon ab, welche Ausstattung kann ich mir als Bibliothek leisten. Dritter Punkt, den ich zumindest kurz ansprechen möchte, ist, aufgrund der Höhe dessen, was wir im Augenblick als Bibliothekstantieme in Deutschland haben. Herr Ulmer hat völlig zu Recht diese 3 Cent angesprochen. Wenn man das entsprechend multipliziert, landet man dabei, dass wir im Augenblick von einer Gesamtsumme pro Jahr von 15 Millionen Euro sprechen, die für Ausleihen in der analogen Welt in öffentlichen Bibliotheken zur Verfügung stehen. Ich glaube, wenn man realistisch ist, ist man sich klar, dass wir zumindest kurzfristig nicht darüber sprechen, dass die Kultusministerkonferenz generös sagen wird,
okay, wir beziehen die E-Books jetzt ein und machen da mal 30 Millionen draus, sondern also wenn wir über die Einbeziehung der E-Books, und da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das ein Ziel sein sollte, sprechen, werden wir, fürchte ich, zunächst mal darüber sprechen, dass diese 15 Millionen irgendwie anders verteilt werden, dann werden es möglicherweise weniger als 3 Cent im analogen Bereich. Ich halte das trotzdem für einen extrem wichtigen Schritt, weil er sozusagen diesen wichtigen Vorgang aus der analogen Welt, dass für die Entleihungen in Bibliotheken eine Vergütung für Autoren und auch Verleger an der Stelle stattfindet, ins Analoge übersetzen würde. Das ins Digitale. Danke. Ins Digitale übersetzen würde. Das sollten wir als Schritt haben. Ich glaube, die ökonomischen Probleme, über die wir hier sprechen, wird das natürlich nicht lösen, weil es in ökonomischer Hinsicht, glaube ich, eher der Tropfen auf den heißen Stein ist. Bei dem Ökonomischen warne ich davor, und das klingt so ein bisschen auch bei dem Stichwort nutzungsabhängige Vergütung an. Ich glaube nicht, dass sozusagen die Bibliotheken dazu da sind, den Markt an E-Books quasi zu monopolisieren. Dass es eine ausschließliche Vertriebsstruktur Bibliothek gibt und über die läuft das alles ab und dadurch wird der Markt arrondiert. Die Bibliotheken waren immer sozusagen eine Ergänzung. Und mein Bild von Bibliotheken, das mag jetzt konservativ oder falsch sein, keine Ahnung, aber mein Bild von Bibliotheken ist, dass das zum Kern dazugehört. Das wird auch in der digitalen Zukunft so sein, dass es sozusagen ein Ergänzungsangebot ist, das nicht einen kommerziellen Markt ersetzen kann und auch nicht ersetzen soll. Darf ich gerade direkt dazu? Ich muss ja. Also direkt dazu, aber noch ein bisschen eine gesellschaftspolitische Perspektive daraus, weil Sie sagten ja auch, es gibt einen Zeitfaktor. Und ich sage jetzt auch, also es entwickelt sich gerade mit Amazon eben ein Monopolist. Sie sagen, die Bibliotheken wollen es nicht werden. Natürlich nicht. Wir sind froh, dass wir vielfältige Angebote und Konkurrenzangebote haben, dass wir auch als Autoren und Übersetzer da eine blühende Verlagslandschaft haben mit Vielfalt. Aber wenn wir dieses Problem nicht bald lösen, werden sich natürlich diese sehr bequemen Flatrate-Modelle, und da ist leider Amazon wirklich führend in allen Genres übergreifend, werden wir das haben, weil es gibt die Nachfrage, ich leihe mir auch öfter E-Books aus in Bibliotheken, es gibt die Nachfrage der Nutzer, und wenn die auf Dauer unbefriedigend gelöst wird, machen wir so einen Monopolisten stark, der bis hin dazu dann, was Buchinhalte betrifft, was Leseverhalten betrifft, alles, versucht hier der Einzige zu sein. Und deshalb dränge ich auch so, dass wir möglichst bald hier zu einem Modell kommen. Und dann sage ich, ich weiß, das Geld ist wirklich der Knackpunkt. War es für mich ja auch immer. Ich versuche hier davon zu leben, was ich mache und ich übersetze. Aber ich glaube, es ist jetzt genauso wichtig, tatsächlich zu sagen, hier gäbe es ein Modell. Da gibt es Vorbilder, das ist erprobt, das kann man probieren. Und wir machen einen Schulterschluss, was ja auch nicht so üblich ist, sage ich mal, zwischen Bibliotheken, Verlagen und Autoren. Und gehen dann nochmal auch an die Politik ran und versuchen auch diese Dimension zu zeigen. Und dann mache ich mir schon Hoffnungen, dass auch eine relevante Summe dafür zur Verfügung steht, weil man dann schon sagen muss, man überträgt zwar Dinge aus der analogen Welt, aber wir haben es mit einer digitalen Welt zu tun, die wir so nicht wollen. Bevor wir jetzt mal so diese politische Kulinarik weiterführen in Richtung Lösung, möchte ich gerne mal einen kurzen Break machen und die Grundsatzfrage an Volker Oppmann stellen. Ist das nicht wirklich so albern, wie wir es auch alle hier empfinden? Man will ein E-Book haben und muss sich vormerken lassen. Man will einen Download und muss vorher ins Bibliotheksgebäude gehen, so bei anderen Themen. Also all diese relativ lustigen Nachbildungen analoger Verhältnisse. Customer Demand, wie das so in Neudeutsch heißt, spielt ja bei all dem schon überhaupt keine Rolle mehr. Also meine Frage, können solche Simulationen überhaupt nachhaltig sein, oder sagt irgendwann der Kunde, mit diesen Geschichten könnt ihr eigentlich, die könnt ihr für euch behalten?
Also der Kunde, und damit schließe ich mich selber ein, ist ja, verzeihen wir mir die Wortwahl, ein faules Stück. Und leider Gottes nimmt er dann doch, auch wenn er weiß, das ist jetzt eigentlich böse oder schlecht, aber ich gehe ja dann doch den bequemsten Weg. Und leider Gottes ist da Amazon natürlich sehr geschickt, es den Kunden so einfach wie möglich machen. Und da möchte ich nochmal in die gleiche Kerbe hauen, wie Sie gerade eben auch. Ich meine, Amazon steht ja den Startlöchern. Und wenn man sich auch anguckt, wie die am Markt agieren, also wir hatten vor ein paar Wochen erst gehört, okay, Kindle Unlimited startet in den USA. Und dann, es war, ich weiß jetzt nicht, weil auf der Buchmesse fehlt mir immer so ein bisschen das Zeitgefühl, also letzte oder vorletzte Woche, war dann Amazon plötzlich dann eben auch in Deutschland, sagt, okay, wir fangen jetzt zur Buchmesse hier auch in Deutschland an. Und dann haben sie allen Ernstes, ich meine so im Sinne von Geschäftsgebaren, eine Mail an die Verlage rausgeschickt, beziehungsweise auch an die Aggregatoren, die dann die Angebote kleinerer Verlage bündeln, so nach dem Motto, ach übrigens Leute, wir fangen jetzt an und bitte gebt doch mal bis morgen Bescheid, ob ihr dabei seid oder nicht. Ein Dreizeiler, ohne eine Erklärung genau, wie das Modell funktioniert, wie das vergütet wird, sondern einfach nur so, morgen geht's los, sagt Bescheid, seid ihr dabei, hopp, hopp, top. Und also ich finde alleine so ein Geschäftsgebaren ist relativ unglaublich und leider Gottes, das kennt man ja auch von anderen, siehe Facebook oder Google. Man schafft dann erstmal Fakten und leistet sich im Zweifelsfall irgendwie noch eine langwierige Rechtsauseinandersetzung. Mhm. Aber bis das geklärt ist, hat man den Markt einkassiert. Und da sehe ich gerade wirklich die enorme Gefahr. Also gerade in der Geschwindigkeit, aber eben auch in der Einfachheit, wie diese Angebote gestrickt sind. Weil was man sich eben oft weder als Nutzer noch als Mitglied der Branche bewusst macht, ist, wir alle sind es gewohnt, dass wir Bücher bei uns zu Hause im Billigregal stehen haben. Und das heißt in Summe in über 40 Millionen Haushalten in der Bundesrepublik. Es gibt noch über 8000 Bibliotheken, da stehen echte Bücher. Es gibt noch über 5000 Buchhandlungen. Das heißt, Bücher sind bei uns, zumindest in Deutschland, sehr dezentral überall verfügbar. In der digitalen Welt schaut es anders aus. Da gibt es eben, gerade wenn man sich Angebote wie von Amazon oder Apple anschaut, eben nicht mehr diesen Unterschied zwischen meinem privaten Bücherregal, der öffentlichen Bibliothek und dem Buchladen, sondern das sind alles große sogenannte Cloud Libraries. Diese Inhalte liegen auch nicht mehr bei mir zu Hause, sondern die werden auf einem Server verwaltet. Und wenn man sich überlegt, also anstelle von 40 Millionen plus 8000 Bibliotheken plus 5000 Buchhandlungen, machen wir uns oder sind gerade dabei als Gesellschaft und uns abhängig zu machen in der digitalen Versorgung mit Inhalten, unsere Nutzerdaten mit eingeschlossen, von einer Handvoll internationalen Großkonzernen, worüber wir überhaupt keine Kontrolle haben. Das ist ein richtiges Politikum und das ist, glaube ich, ein Thema, das wird momentan tatsächlich noch viel zu wenig gesehen. Absolut. Also unterstreicht nochmal die Dringlichkeit, die Sie alle fordern. Ich höre auch hier und da aus den Kommunen, wenn es um die Frage geht, Bibliotheksneubau, Bibliotheks-Erweiterung, Bibliotheks-Sanierung, in welche Zukunft investiert man da eigentlich? Ja, in eine Zukunft analoger Bibliotheken, wird ja zunehmend politisch hinterfragt, vielleicht doch nicht mehr, jedenfalls nicht mehr in der gleichen Weise. Das heißt, die Bibliotheken müssten ja auch sehr stark eigentlich das Interesse haben, dass sie als digitaler öffentlicher Versorger in Zukunft eine noch viel relevantere Rolle spielen. Das ist so, gell? Darf ich? Ja, das ist eine ganz eigenartige Situation. Also ich weiß nicht, vielleicht sitzt hier ja auch der eine oder andere, der sich fragt, Bibliotheken, gibt es die eigentlich genau noch? Und warum? Also es fragen mich Journalisten relativ häufig. Mhm. Und wenn man dann genauer hinschaut, hat man die sehr verblüffende Erkenntnis, dass Bibliotheken so viril und viral sind wie eigentlich noch nie. Wir haben steigende Besucher- und Benutzerzahlen in der analogen Welt. Mhm. Wir haben explodierende Nutzungszahlen in der digitalen Welt. Aber das ist im Augenblick ein paralleler Prozess, den man einfach ein bisschen getrennt anschauen muss, weil er, glaube ich, anderen Regeln oder Entwicklungen folgt. Wir haben in der analogen Welt, und das gilt sowohl für die Stadtbücherei als auch für die Universitätsbibliothek, wirklich geradezu einen Bibliotheksboom. Also Bibliotheken als öffentliche Räume sind extrem gefragt. Menschen wollen in Bibliotheken gehen, sie wollen sich in Bibliotheken aufhalten, sie wollen in Bibliotheken arbeiten, sie wollen in Bibliotheken andere Menschen treffen. Und das führt wirklich dazu, dass es ganz
attraktive Räume sind. Und ich glaube, es gibt viele Beispiele von Kommunen, die eine solche Investition auch im Nachhinein als quasi als Mittel von Stadtentwicklung in Stuttgart hinter dieser Bahnhofsbaustelle und wie auch immer, so eine Art Niemandsland. Und dann setzt man da eine attraktive Bibliothek rein und die belebt ein ganzes Viertel. Und also könnt ihr Ihnen da noch mehr Beispiele erzählen. Ja, ja. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite hat man natürlich die Situation, dass das Anbieten digitaler Inhalte, wo ich den Raum nicht mehr brauche. Also Sie haben das zu Recht angesprochen, also alle digitalen Angebote, die aus welchem Grund auch immer einen Zwang haben, ja, aber das kannst du nur in der Bibliothek nutzen, das ist völliger Blödsinn. Also die digitale Angebote müssen ubiquitär sein, da muss ich mich als Nutzer sicherlich legitimieren, sowohl in der Stadtbücherei als auch in der Universitätsbibliothek. Ja, ich bin legitimer Nutzer dieser Inhalte. Kriegen Sie aber eigentlich, ob ich die in Hawaii am Strand oder wo auch immer nutze, ist egal. Ich stelle mir vor, dass der Stress da zunimmt und dass Nutzer Ihnen sagen, spinnt ihr eigentlich mit solchen, zum Beispiel mit der Warteliste auf ein E-Book, das man sich ausleihen will. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das alles so schlucken und als irgendein Phänomen aus dem politischen Absurdistan schulterzuckend hinnehmen, oder? Oder sind Bibliotheksnutzer per se sehr ruhige, ausgeglichene Menschen, die das ertragen? Darf ich mal als Nutzerin? Also erstens mal, ich muss nicht zur Bibliothek gehen, um einen Download zu machen. Ich muss einmal im Jahr hingehen, um meinen Ausweis zu verlängern. Und da muss ich bei meiner Stadtbücherei nachweisen, dass ich in dieser Stadt wohne oder arbeite oder studiere. Also es ist auch nicht so dieses Schreckensszenario, dann melden sich die Leute irgendwo an und leihen sich da die ganzen Bücher aus. Ich muss es wohnortgebunden machen. Aber das mache ich zu Hause an meinem Computer. Und von daher, das andere mit dieser Warteliste, das kommt drauf an. Also ich sage mal, ich finde es natürlich schon ein bisschen absurd, wenn ich weiß, dieses Teil kann man beliebig oft kopieren und könnte man ausleihen. Andererseits finde ich es richtig zu sagen, das hier ist jetzt ein Buch, das wurde erworben. Das wollen viele lesen, deshalb geht es nicht, dass jeder das macht. Und ich finde auch die Befristung der Leihfrist sehr vernünftig. Mhm. Also diese Annäherungen an das Analoge haben mich eigentlich nicht gestört. Okay. Und dann kommt da auch noch dazu, also das ist auch das, was dann auch wieder das Kaufverhalten beeinflusst. Das ist eine uralte Zahl, ist anderthalb Jahre alt, glaube ich, mindestens, dass ich hörte, auf 100 Ausleihen kommen 16 Käufe. Mhm. Also die werden dadurch generiert. Ja. Ja, was also auch den Verlagen das durchaus auch attraktiv erscheinen lässt, diese Inhalte zur Verfügung zu stellen. Und deshalb glaube ich, also wenn man ein attraktives Angebot hat, das halt nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche alles mir sofort bietet, das kann man vermitteln. Mhm. Ja? Okay. Darf ich auch kurz noch? Direkt dazu? Direkt dazu, beziehungsweise auch noch mit einem kleinen Schritt zurück, nämlich auf die Frage, worin investieren wir denn eigentlich? Ich meine, Sie haben gerade sehr schön gezeigt, wie man also sinnvolle Investitionen in der realen Welt tätigt und damit tatsächlich das Stadtbild belebt. Auf der anderen Seite kann man das, was sozusagen regional passiert, nicht unbedingt eins zu eins in die digitale Welt übertragen. Und da auch nochmal in dem Bewusstsein dessen, dass gerade eben kommerzielle Anbieter dabei sind, eben diesen öffentlichen Versorgungsauftrag im wahrsten Sinne des Wortes zu usurpieren. Mhm. Es stellt sich die Frage nach den Infrastrukturen. Also ich weiß nicht, der Gesetzgeber spricht ja auch gerne von sogenannten systemrelevanten Infrastrukturen, von Daseinsvorsorge. Damit ist normalerweise so das öffentliche Straßennetz, die Infrastruktur, Strom, Gas, Wasser, Krankenhäuser gemeint. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben auch diese digitalen Infrastrukturen. Mhm. Und da muss man eben, oder man läuft schon in die Falle, wenn man versucht, so Analogien von analog nach digital zu ziehen, zu glauben, das Buch verhält sich in der digitalen Welt genauso wie in der analogen. Das ist eben nicht der Fall. Also ein Beispiel ist einfach nur ein gedrucktes Buch, hier vorne haben wir welche, ist ein komplettes Produkt. Die User Experience, wie die Softwareentwickler sagen, die legt der Verlag fest. Eben über die Auswahl des Papiers, ist das Ganze ein Hardcover, ist es fadengeheftet, ist es gut gestaltet. Und ich kann dieses Buch sofort aufschlagen und lesen.
Bei einem E-Book ist das ganz anders. Das ist nur eine Textdatei. Mit dieser Datei kann ich alleine nichts anfangen. Das heißt, alles, was ich als Nutzer, als Ausstattungsmerkmal eines E-Books wahrnehme, angefangen von, ich kann dieses blöde Ding überhaupt erstmal aufmachen und darin lesen. Ich kann Schriftgrößen verstellen. Ich kann Lesezeichen setzen oder vielleicht sogar Textstellen markieren oder kommentieren. All das sind eben nicht Eigenschaften des E-Books, sondern der ausführenden Software. Und da fängt es nämlich an, richtig, richtig fies zu werden, weil was hier nämlich gerade entsteht, bei Amazon, bei Apple, in der Turin Alliance, bei anderen, das sind sogenannte integrierte Ökosysteme. Das heißt, während ich früher in einen Buchladen gegangen bin, um meine Bücher dort zu kaufen, um diese Bücher dann in einem Café oder bei mir zu Hause zu lesen und mich an dritter Stelle mit Freunden darüber auszutauschen, all das wächst zusammen. Es gibt eben diesen Unterschied zwischen Bibliothek, Öffentlichkeit, Privatheit nicht mehr. Alles ist öffentlich, alles ist in der Cloud. Und ich muss mit dem Beispiel Amazon, Jeff Bezos möge es mir verzeihen, dass ich immer auf Amazon rumhaue, aber ich kaufe da meine Inhalte, ich nutze da meine Inhalte. Sie haben Goodreads als Lese-Community gekauft. Ich tausche mich auf dieser Plattform mit anderen Nutzern aus. Und das ist das Gefährliche. Da wachsen gerade Infrastrukturen ran, die Leute nutzen. Und je mehr man die nutzt, desto schwerer wird es, da wieder auszusteigen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, da können wir es uns eben nicht leisten, eben in eine dezentrale Infrastruktur zu investieren, sondern im Grunde müssen sich die Bibliotheken, die Verlage und die Buchhandlungen zusammenschließen, um in eine gemeinsame digitale Infrastruktur zu investieren. Und die Autoren. Also eine integrierte Lobbyarbeit. Und ich habe Sie jetzt viel zu lange aufgehalten. Sie waren ja vorhin vor einer halben Stunde eigentlich schon dabei, den Schwenk zu machen hin zu einer Lösung, die möglicherweise kompromissfähig ist, die man gemeinsam auch vortragen könnte. Diese spannende Diskussion hat uns jetzt die ganze Zeit beschleunigt und wir sind schon 10 Minuten vom Ende. Wir sollten jetzt diese 10 Minuten nochmal nutzen, ganz konkret nochmal zu präzisieren, wie könnte ein solcher gemeinsamer Vorschlag aussehen, und um Sie nochmal zu motivieren, dass wir das jetzt auch schaffen, nur der Hinweis darauf, im Ausland gibt es ja eine ganze Menge. Also es gibt allein auf dem nordamerikanischen Kontinent eine Reihe von Modellen, ganz unterschiedliche Sachen, Verlage schlagen unterschiedliches vor. Ja, die IPA berichtet das mit großer Freude und auch Zustimmung und sagt, guckt da mal hin und probiert es doch auch einfach mal aus. Wir sind noch nicht ganz so weit. Aber jetzt Sie, sagen Sie mal, wo müssen wir hin? Matthias Ulmer, vielleicht, Sie haben am längsten nichts gesagt. Ich habe mit Absicht geschwiegen, damit ich jetzt das Mikro haben darf. Aber nicht bis 5:30. Kurz vorher. Also vorweggeschickt, es gibt in Schweden ein Modell, das so wahnsinnig erfolgreich ist, dass inzwischen die Verlage und Autoren extreme Probleme haben, mit diesem Modell zurechtzukommen. Also das kann sich jeder anschauen, um ein bisschen das Szenario zu sehen, das uns momentan umtreibt für diese Sorgen. Also nur für die Notizbücher, bitte dort mal ein bisschen nachfragen. Philipp. Ja. Aus meiner Sicht könnte das Modell so sein, dass das Gesamtangebot der E-Books in den Bibliotheken, in den Räumlichkeiten der Bibliothek für alle Nutzer frei verfügbar ist. Das heißt, auch für die kleinste Bibliothek wäre der gesamte Medienkosmos verfügbar und nicht nur eine kleine Auswahl, die sich leisten können. Dagegen würde für jede Nutzung eine Gebühr fällig. Und diese Gebühr, die dann fällig ist, ist eine Gebühr, wo die Kommune ganz klar sagen muss, wo setzt sie den Stopp. Sie kann nicht sagen, unser Budget ist im März aufgebraucht, danach darf niemand mehr ausleihen, sondern die Kommune muss eine Reglementierung machen, wo sie sagt, wer aus unserer Sicht soll in den Genuss davon kommen, denn wir sind als Kommune mit Steuergeldern nur bereit, einen bestimmten Teil des Lesens der Leser zu finanzieren, aber wir können nicht das gesamte Lesen finanzieren. Also man wird nicht drum herum kommen, den Auftrag der Kommune zu definieren. Das wird nicht über die Gebühr gehen, dass man sagt, alle dürfen lesen, wir haben einen bestimmten Topf von Geld und den kriegt ihr Autoren und Verlage halt, weil dann landen wir da, was Sie gerade gesagt haben, 15 Millionen zahlt die Kultusministerkonferenz momentan an Bibliothekstantieme und sie gehen davon aus, dass der Betrag nicht höher wird, sondern sich nur anders verteilt. Ich meine, das ist ja ein totaler Witz. Ich meine, schmeiße ich mich an die Ecke, so komisch ist das. Aber die Definition von, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Definition von Nutzergruppen sozusagen mit Zulassung ist vielleicht auch nicht der Weg, oder? Tja, irgendeinen Weg muss man finden zu limitieren, weil
der Steuerzahler nicht bereit ist, kostenloses Lesen für die gesamte Bevölkerung zu finanzieren. Und dann sagt man Kinderstudis, Rentner und Hartz IV oder wie soll es das gehen? Es ist mir ganz egal, dass ich bin Steuerzahler und sage, momentan, es geht um ein Marktvolumen von 1,5 Milliarden und ein Autorenhonorarvolumen von 150 Millionen Euro. Darum geht es, darüber reden wir. Und es ist offensichtlich, dass, wenn die öffentliche Hand für das Bücherausleihen aktuell 15 Millionen zahlt, sie vermutlich nicht für das E-Book-Ausleihen 150 Millionen zahlen will. Wir wissen aber aus dem schwedischen Modell, dass das öffentliche Modell so attraktiv ist, dass daneben kein kommerzielles mehr existieren wird. Also muss man sich heute der Frage stellen, wäre die öffentliche Hand bereit, diese 150 Millionen an die Autoren und von den 1,5 Milliarden an Verlage träume ich gar nicht, wir kriegen auch irgendein Prosam, aber wären Sie bereit, das zu zahlen? Und wenn nicht, welche Einschränkungen werden Sie einführen, um das zu reglementieren? Dem müssen Sie sich stellen. Wenn Sie die Antwort nicht geben, funktioniert alles nicht. Und das führt automatisch zu der Aussage, die Bibliothekstantieme kann nicht bei 3 Cent oder 1 Cent, sondern sie muss bei Minimum 30 oder 50 Cent liegen, damit man überhaupt über etwas reden kann, was funktioniert. Und ich sage von vornherein, die öffentliche Hand wird das nicht wollen. Also müssen wir uns der Frage stellen, wie reglementieren wir die Nutzung von E-Books, die von den öffentlichen Bibliotheken finanziert oder kostenlos finanziert wird, im Vergleich zu dem, wo sie sagen, nein, deine Nutzung zahle ich nicht. Wir können nicht ewig lügen. Wir haben in ganz vielen Beispielen die Sache, wo man sagt, das wird finanziert, das wird nicht finanziert. Frau Schermer-Raulwolf, haben Sie Limitierungsvorschläge? Was? Limitierungsvorschläge? Nein, ich bin sehr stark gegen Limitierung. Das heißt, für mich hat sich durch die Bücherei in meiner Kindheit die Möglichkeit eröffnet, sehr vieles kennenzulernen. Das war die Pfarrbibliothek, das war die Stadtbücherei. Bei mir zu Hause standen auch Bücher, meine Eltern hatten aber bestimmte Interessen. Also das heißt, ich wäre mit vielen Sachen aber nicht in Berührung gekommen, obwohl wahrscheinlich vom Sozialen her, es sind zwar kleine Verhältnisse, aber wir wären sicherlich nicht in irgendwelchen, also ich hätte sicherlich über eine Limitierung keinen Zugang bekommen. Und das kann doch nicht wahr sein, dass wir in einem Land wie Deutschland, dem es wirtschaftlich hervorragend geht im Vergleich zu vielen anderen Ländern, das stolz ist auf seine Kultur. Da, wo ich jetzt gehört habe, was Außenminister Steinmeier in der Eröffnung sagte, von wegen, wie wichtig eben auch das Lesen zum Kennenlernen außenpolitisch, also alle sind sich einig, was für eine unglaublich gesellschaftspolitische Relevanz es hat, zu lesen, sich mit Literaturen zu beschäftigen. Dann gibt es ja auch noch den ganzen Bereich, was mir damals als Kind, diese Technikreihen und sowas, also erste Bildung an der Schule vorbei und wie spannend kann das sein? Das muss ich doch möglich machen. Ich muss doch die Hürde für Menschen, die Bücher lesen wollen, so niedrig wie möglich setzen. Und dann kann ich zwar sagen, okay, die Erfahrungen sagen bisher, dafür ist kein Geld da angeblich, dafür ist auch kein Geld da. Wir wissen aber, wie viel Geld im Umlauf ist. Und wir wissen auch, dass es nicht so einfach ist, wenn wir jetzt, sage ich mal, tatsächlich, das ist selten, dass wir uns zusammenschließen bei einem Punkt. Wir haben es aber bei der Buchpreisbindung zum Beispiel. Ich meine, die existiert auch noch entgegen aller Unkenrufe, weil damals Verleger und Autoren auch gesagt haben, das wollen wir beides behalten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eine Lobbyarbeit geben kann, die zumindest einen relevanten Betrag dafür zur Verfügung stellt, weil man es eben nicht so sehen darf, wie ist der Status quo, sondern vielmehr, wie Herr Obmann gesagt hat oder auch ich, was für Gefahren drohen, wenn wir es nicht tun. Okay. Ja, ich meine, Amazon erfasst im Moment, was Leute lesen, wann sie aufhören zu lesen, welche Inhalte interessant sind, generieren daraus bereits Titel. Ja, nach Rezensionen werden Autoren beauftragt, bestimmte Sachen zu schreiben und sie bieten an, dass was schon gelesen wurde. Das heißt, da sind keine Entdeckungen möglich, da wird keine originäre Literatur mehr geschaffen und. Ja. Zu was für einem Land führt denn das hier? Das heißt, wir müssen es schaffen, einen breiten Zugang zum Lesen zu finanzieren als gesellschaftspolitische Aufgabe. Okay. Und der Limitierung
Also wir wissen doch, wie schrecklich es ist, wenn man sich für irgendwas ausweisen muss, weil man zu arm ist oder sonst was. Das würde eine Hürde schaffen, wo gerade diejenigen, die darauf angewiesen sind, ja am meisten Schwierigkeiten haben, sie zu nehmen. Also ist klar angekommen. Erster Vorschlag war sozusagen aus der Skepsis geboren, dass man sehr viel mehr Geld nicht wird beschaffen können öffentlich, das Geld gewissermaßen mit begründeten Kriterien zu verteilen. Sie akzeptieren das nicht und sagen Schulterschluss, den Leuten die Hölle heiß machen, dass die Budgets steigen. Herr Simon Ritz, Ihr Vorschlag? Ich fürchte, ich bin ein bisschen die Spaßbremse im Augenblick, weil ähnlich wie ich das gerade schon angedeutet habe, ich glaube persönlich nicht daran, dass die Bibliotheken hier sozusagen einen Markt substituieren können. Die Bibliotheken sind ergänzend. Es muss Marktmodelle auch für E-Books geben, die funktionieren, die besser funktionieren als CD-Modelle in der Musikindustrie. Das ist, glaube ich, das, was allen Beteiligten irgendwie im Nacken sitzt. Da ist was völlig schiefgegangen. Das sollte in der Buchbranche anders laufen. Ich glaube aber nicht, dass die Bibliotheken die Lösung dieses Problems sind. Ich persönlich finde es einen sehr mutigen Schritt, den jetzt einige Bibliotheken gegangen sind, zusammen mit dem Anbieter dieser E-Book-Plattform zu sagen, vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade auch nochmal angesprochen haben, wie gehen wir denn mit der Situation um, dass es unzählige Vormerkungen auf attraktive Titel gibt und es ewig dauert, bis diese Liste abgearbeitet ist. Ich glaube nicht wirklich, dass es eine Fiat, die jeden dieser Bedarfe abdeckt, weil dann haben wir diese monopolisierte Marktstruktur. Ich persönlich finde es mutig, dass es jetzt einige Bibliotheken gibt, die bei ihrem E-Book-Angebot sozusagen auf eine Kaufoption verweisen im Digitalen. Das ist sozusagen eine Ergänzung. Ich habe das spezielle Angebot der Bibliotheken und ich habe daneben eine Marktstruktur, die sich als Markt behaupten muss. Und ich glaube, nur so kann es gehen. Es gibt auch das Modell anderswo, dass Bibliotheken dann auch verkaufen können gegen ein kleines Entgelt. Denkbar? Ich glaube, dass das in anderen Bereichen nicht wirklich funktioniert, nicht wirklich Sinn macht. Ich glaube aber, dass es in der digitalen Welt tatsächlich dieses Besondere des einen Klicks gibt. Und dass ich, wenn ich, also ich habe vorhin ja schon die Analogie gehabt, dass ich auch den vor 8 Jahren den Harry Potter 50 Mal gekauft habe und wenn ich der 51. war, habe ich Pech gehabt und dann kann ich schlecht daneben einen Stapel setzen, den ich jetzt verkaufe. In der digitalen Welt ist dieser Weg sehr viel kürzer. Er macht Bauchschmerzen. Ich habe ja gesagt, ich persönlich finde es mutig. In der Bibliothekswelt gibt es dazu eine ganz heftige Diskussion. Diese Bibliotheken und auch der Bibliotheksverband, der eine gewisse Sympathie für diesen Weg hat erkennen lassen, kriegen gerade mächtig auf die Ohren. Aber es ist ja eine Reaktion genau auf diese Situation. Aber also ich kann nur für mich an der Stelle sprechen. Ich glaube nicht davon. Ich meine, es wird jetzt toll klingen, wunderbar. Wir geben das alles den Bibliotheken. Wir verhundertfachen die Etats. Und künftig findet Lesen nur noch über Bibliotheken statt. Ich glaube da nicht. Ja. Volker Oppmann, ganz kurz noch. Wir sind schon fast am Ende der. Dann mache ich die kurze radikale These. Oder gerade mit dem Thema Finanzierung, wo kriegt man das Geld dafür zusammen, dass eben auch alle zu ihrem Recht kommen und sich das Schreiben noch weiter leisten können? Wie wäre es denn einfach, wir sagen, es gibt tatsächlich eine öffentlich-rechtliche Infrastruktur und ähnlich wie wir das, gut, die GEZ ist nicht wirklich populär, aber es heißt einfach, es gibt dann die Kulturflatrate. Wir machen eine öffentlich-rechtliche Infrastruktur, es gibt eine Kulturflatrate und die Kohle kriegen wir schon zusammen. Wir haben eigentlich jetzt eine ganz schöne Situation. Matthias Ulmer flüstert mir schon ins Ohr, darf ich noch einmal das Mikro haben? Wir haben auf eine sehr kunstvolle und weise Art das Gespräch so geführt, dass eine Fortsetzung möglich wird. Auf der Leipziger Buchmesse oder so, das konterkariert zwar ein wenig Ihren Impuls, dass wir jetzt schnell zu Potte kommen müssen mit einer Lösung, die im Grunde doch eher den Schulterschluss der beteiligten Interessengruppen hier nahelegt. Also soweit habe ich Sie zumindest gehört, dass eine Grundbereitschaft dafür da ist und die Einsicht, dass man da dann vielleicht doch etwas andere finanzielle Möglichkeiten schafft.
doch da ist. Mein Eindruck ist aber zweitens, dass Messeunterhaltungen einfach keine ausreichend häufigen Gelegenheiten sind, um das zu Ende zu bringen. Sie müssen sich also eine andere Kommunikationsinfrastruktur schaffen, dass vielleicht dann in Leipzig schon ein erster politischer Erfolg verkündet werden kann. Ich plaudere. Frau Schermer-Rauwolf, was Sie jetzt vorhaben, werde ich ganz autoritär abwürgen, weil ich habe überzogen. Die Miriam Jochum nimmt mir sowas übel. Viele von Ihnen müssen in den nächsten Termin. Wir sind hier auf der Messe, da ist immer ST, Feierabend. Es ist 17.30 Uhr. Ich danke Ihnen Vieren ganz herzlich für diese offene Diskussion. Ihnen dreien für eine Wiederholungssendung, der man nicht angemerkt hat, dass es eine Wiederholung ist. Ihnen danke ich ganz herzlich fürs engagierte Zuhören. Allen weiter eine gute Messe. Danke und tschüss.